Hallo und damit ein herzliches Willkommen zu der allerersten Folge Let's Play Lego Worlds. Und ich weiß, Gaming ist nicht so mein Ding, ich lade auch eher so Motion-Filme hoch. Aber Lego Worlds ist eben ein Spiel von Lego, in dem man sehr kreativ sein kann und sehr kreative Dinge bauen kann. Und da ich jetzt von meinem Steinespeicher jetzt nicht die passenden Teile für einen Mock da habe, nehme ich das Spiel, weil man da jegliche Teile verwenden kann. Und in diesem Modus, das soll jetzt eine Art Pilotfolge sein, wie gut es bei euch ankommt. Es ist so, dass ich in diesem Modus ein Haus erst baue, um zu schauen, wie es euch gefällt, ob es überhaupt was für euch ist. Das sehen wir ja dann. Jetzt erkläre ich euch erstmal, was man so grob in diesem Spiel machen kann. In diesem Spiel kann man, wie gesagt, alles bauen, was man will. Man kann auch fertige Objekte bereits, ich sag mal, hinstellen. Was natürlich nicht so viel Spaß macht. Man kann sie auch bekämpfen, weil das macht schon ein bisschen mehr Spaß. Und wir erstellen jetzt erstmal eine Welt für unser Haus. Ich habe geplant, dass dieses Haus, also wir machen mittelgroß, dass dieses Haus auf einer Wolke gebaut wird. Und ich mag sehr gruselige Stimmung. Das wird dann passen, wenn Halloween kommt. Das kommt ja jetzt auch sehr bald. So in ein paar Tagen fangen sozusagen schon die Halloween Weeks an. Grenzenlose Lagune. Was ich auch sehr mag, ist Wald. Da können wir den Fantasiewald nehmen. Und ich finde, es passt schon. Jetzt schauen wir mal, wie die Welt, auf der wir unser Haus bauen, aussieht. Und ich finde, die sieht schon mal sehr gut aus. Was sagt ihr? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir starten mal auf die Insel und schauen, ob es da eine mögliche Baubasis gibt, wo wir unser Haus bauen können. Und da sind wir auch. Es geht los. Wir sitzen in dieser Rakete und landen jetzt auf unserer hier erstellten Insel. Ja, sieht auf jeden Fall schon schön aus. Wir sind ja auch direkt am Wasser gespawnt. Und ich finde, dieses Spiel ist einfach dadurch einzigartig, dass nicht wie alle Lego-Spiele so eine Art Story-Modus hat, sondern man wirklich hier krass kreativ sein kann, man eigene Häuser bauen kann. Man sieht hier, es besteht wirklich alles aus Lego. Wasser, man kann hier wirklich alles nehmen, was man haben will, sozusagen. Also, mit Dreieck können wir dann hier so ein sogenannten Werkzeug rausholen. Da können wir hier zum Beispiel eine Planierraupe für Gauner spawnen. Uns reinsetzen und let's go, jetzt geht's los. Können hier ein bisschen rumfahren, hier ein bisschen Sachen abbauen, hier Pferd umhauen. In diesem Spiel kann man so viel machen. Das Spiel wird auch von hier vielen gehasst, aber ich finde es viel zu unterschätzt. Und man kann auch Kreaturen spawnen, wie den Axel hier. Aus Nexonites, Ruhe in Frieden. Und ja, unsere Idee ist, dass wir eine von diesen Wolken, die da oben schweben, nehmen und darauf ein tolles Haus bauen. Und dafür benutzen wir jetzt ein Jetpack. Fliegen da hoch. Boah, da sind schon echt viele Lücken drin. Aber meiner Meinung nach kann man die wirklich nehmen für ein Haus. Dafür, dass das Haus gut ausschauen soll, können wir jetzt ein anderes Werkzeug nehmen, als wir schon hatten, nämlich das Landschaftswerkzeug. Damit können wir jetzt hier ein bisschen die Lücken füllen. Man kennt es, ein Hase auf einer Wolke, ja. Und jetzt können wir hier ein bisschen auffüllen. Und ich finde, diese Fläche sieht jetzt schon ganz gut aus, aber wir ergänzen hier nochmal ein bisschen hier die Wolken, damit das jetzt hier nicht zu abgehackt aussieht. Nehmen eine kleine Wolke, ich hoffe, das funktioniert. Damit können wir hier ein bisschen die Ecken abrunden, sozusagen. So. Jetzt bin ich runtergefallen. Wenn das Spiel gut ankommt, dann baue ich höchstwahrscheinlich nochmal Stadt mit ein paar anderen Leuten, die hier noch dabei sein werden. Ich werde jetzt hier nicht alleine immer alles machen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem Haus, weil so groß kann es jetzt nicht werden. Und jetzt setzen wir den ersten Stein. Frage, wo der Eingang sein soll. Oh, hier gefällt es mir. Ich würde sagen, hier kommt der Eingang hin. Da können wir in die Richtung weiterbauen. Die erste Tür setzen. Da können wir hoch auf die Türen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was für Türen es hier so gibt. Und ich finde diese Tür eigentlich ziemlich ansprechend, weil man sie gut als
dafür benutzen kann für so eine Art Luxusvilla. Deswegen nehmen wir die jetzt. Und so, jetzt ist die erste Tür gebaut. Und jetzt bauen wir auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen so, was wir so für eine Villa hier außen sozusagen brauchen. Wir gehen jetzt auf Entdeckungen, gehen mal hier ganz hoch. Was kann man hier verwenden? Ein Briefkasten. So, jetzt habe ich ihn. Endlich. Sag doch bitte gern Verbesserungsvorschläge, wenn euch das Format gefällt. Erstmal Verbesserungsvorschläge und schreibt, ob es euch überhaupt gefällt, wie schon gesagt. Ich würde sagen, hier ist ein schöner Platz für den Briefkasten. Ist auch schon was drinnen. Was kann man hier machen? Oi, bisschen Briefe durchlesen. Oder einfach wegwerfen. Ich habe Post bekommen. Und ich lege sie einfach wieder zurück. So kann man es natürlich auch machen. Wir bauen hier tatsächlich vor das Haus kleine Fliesen hin, wie man so von so älteren Häusern schon kennt. Das gibt's, die Bautechnik kenne ich auch tatsächlich vom Stranger Things Gebäude. Und die sind mittelsteingrau, das heißt, ich baue hier so ein paar Fliesen, dass man so hier ein bisschen besser zur Haustür kommt. Ja, so fast. Bisschen versetzt ist ja immer schön. Oh, nein, geh weg. Oh, okay. Okay, es sind auf jeden Fall ein paar lustige Animationen dabei. Aber jetzt wollen wir uns erstmal darum kümmern, dass das hier ein bisschen interessanter wird. Denn ich suche jetzt hier mal eine Tür, die auch ein bisschen auch zu der Tür passt, die wir da jetzt verwenden. Ah, was wir noch anbauen könnten, ist eine Art Veranda-Leuchte hier. Oder einfach eine Laternenpfahl. Oh, ja, die Idee ist gut. Das gefällt mir. So eine kleine Laternenpfahl hier einfach an die Seite. So, und jetzt würde ich sagen, fahren wir mit dem Groben schon los. Denn meine Idee war hier eine Art, einfach den Eingang ein bisschen auszubauen, dass der ein bisschen stilisch schön herpasst. Wir nehmen jetzt aber die Farbe. Ich finde Blau immer schön. Azurblau, einfach ganz normales Blau. Oh, ich hoffe, es sieht einfach gut aus. Ist es jetzt grau? Ne, es ist blau. Oh, nicht wundern, wenn ich ein bisschen zögerlich bin. Das ist, wie gesagt, das erste Gameplay in meinem Leben, das ich je aufgenommen habe. Gut, ich habe tatsächlich einen Gaming-Account, an dem ich früher was aufgenommen habe. Da habe ich auch ein bisschen offener geredet, aber auf dem kann eigentlich sind mehr Menschen, die mir zugucken, wenn sie überhaupt angucken, was ich hoffe. Und wir versuchen hier mal so eine Art Anfang zu bauen. Machen wir einen 1x2er-Stein. X, so. Und ich finde, das sieht schon ziemlich gut aus. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir hier mal ein bisschen an mit dem Außenbereich. Und ich glaube, das fängt schon mal gut an. Wir können jetzt auf jeden Fall starten. Hier kann man meiner Meinung nach ein bisschen Fenster schon hinbauen. Ich glaube, ich nehme dieses kleine, weiße, klare Fenster, wenn dann. Das passt ein bisschen mehr zu diesem hellen Ton. Ja, ich finde, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Wir bauen dasselbe nochmal. Oh, jetzt sind wir wieder hier unten. Die Wolke ist, glaube ich, schon groß genug, um darauf das Haus wirklich groß, voluminös bauen zu können. So, jetzt nehmen wir erstmal diesen Stein hier, der genauso blau ist wie die Wand. Und ja, ich finde das schon ein relativ schöner Anfang. So, und jetzt sieht es auf jeden Fall schon halbwegs aus wie eine Hauswand. Ich schätze mal, so hoch könnte der erste Stock schon sein. Ich weiß nicht, ob ich das hier noch auf die Seite dupliziere. Warte, es erinnert mich gerade. Okay, also die Folge kommt wahrscheinlich erst viel später raus, aber zum Zeitpunkt dieser Folge läuft gerade Lego Masters. Und gestern gab es eine Challenge, an der wir einen hängenden Stein bauen mussten. Und die beiden 18-Jährigen, vielleicht schaut das Video auch in 10 Jahren oder so. Aber die beiden 18-Jährigen, die da mitgemacht haben, die haben auch so ein Haus so ein schwebendes Haus gebaut. Und ich komme mir gerade voll wie der Nachmacher vor, jetzt wo ich mir so denke. Jetzt bauen wir hier mal noch einmal einen letzten Stein hoch.
damit wir das hier ein für alle Mal abschließen können. Zack, zack. Reicht nicht. Das ist, oh, perfekt. Perfekt. Genau den Stein suche ich. Und den hier setzen wir jetzt exakt hier ein. Und schon ist theoretisch die erste Hauswand fertig. Hier ist sie irgendwo. Da haben wir sie. Wandleuchte. Wo ist die jetzt? Ist es ein Witz? Wo ist sie? Da. Komm runter, runter, runter. Bisschen rüber. Ja, das reicht so. So finde ich es relativ schön. Jetzt haben wir hier einmal eine Straßenlampe, hier noch eine Art Fassadenlampe. Was noch genial wäre, wäre so eine Art Klingelknopf. Ja, ich bin jetzt auch kein Profi-Mockbauer, deswegen sieht dieses Haus ein bisschen, ja, verbesserungswürdig aus. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich ein bisschen lerne, jetzt besser Mock zu bauen. Ich war tatsächlich auch kürzlich beim Steinemeister dabei, könnt ihr auch gerne auschecken. Ich habe hier einen Skin gemacht, der etwa so aussieht wie ich, also wie das Profilbild von Vectorfilm. Man sieht es hoffentlich ziemlich gut. Nächste Folge werden wir hier ein bisschen die Hauswand erweitern und auch den Boden hier ein bisschen ausbauen. Und ja, jetzt sage ich auf jeden Fall schon mal Tschüss, denn das war die Folge 1 zum Bau des Hauses. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr, weil ich werde jetzt vielleicht ein bisschen noch mehr Folgen bringen. Und keine Sorge, dieser Kanal wird jetzt nicht nur noch aus Lego Worlds Folgen bestehen. Es kommt jetzt am 1. Oktober im Raptor Origins raus. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, seht ihr hier unten, da kommen immer neue Fakten. Zum Beispiel steht da jetzt schon, was ich für dieses Jahr geplant habe. Die Lego Worlds Folgen stehen leider nicht drauf, weil ich natürlich nicht weiß, ob das jetzt so euch so ganz dringend gefällt. Schreibt gerne Kommentare, lasst eine Bewertung da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt sage ich endgültig Tschüss, wie er auch gerade gemacht hat. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wo ist denn dieser scheiß Briefkasten jetzt? Ich kotz ab. Jetzt habe ich schon wieder zu weit nach vorne und zu weit nach oben. Wie kann ich das denn nicht merken? Ach, Spiel, mach doch einmal, was ich will. Ich mache jetzt so. Oh!